Hallo, liebe Werder-Fans. Frank Verlaat ist zu Gast, von 2000 bis 2003 Werder-Profi und mittlerweile stolzer Vater eines angehenden Werder-Profis. Frank, wie sieht's aus mit Jesper? Ja, das weiß man nie. Auf jeden Fall stolz auf zwei Kinder. Aber mit Jesper, ja, man weiß es nicht. Es fängt eigentlich jetzt ein bisschen an für ihn, denke ich. Er muss sich rankämpfen und versuchen, das höchstmögliche herauszuholen. Und ja, das geht dann über Training und Arbeit. Jesper ist hier, weil Werder noch nicht den Innenverteidiger gefunden hat, den sie suchen. Ist das jetzt seine Chance, sich möglicherweise da in Stellung zu bringen? Man muss es sowieso immer zeigen. Also ob jemand dazu kommt oder nicht. Man muss auf sich selbst schauen, denke ich. Und man muss sich selbst weiterentwickeln. Und, also er muss arbeiten. Und dann, wenn es mal eine Chance gibt, versuchen die zu pakken. Und so kommen Schritt für Schritt dann hoffentlich weiter. Wie schätzt du seine Chancen ein, sich für den Bundesliga-Kader tatsächlich zu empfehlen und auch zu etablieren? Ja, das ist immer schwierig, weil wie schnell entwickelt ein Spieler sich? Und das ist eigentlich fast nicht vorherzusagen. Es kann schnell gehen, es kann auch nicht schnell gehen, es kann auch nicht funktionieren. Also es gibt da eigentlich noch alle Möglichkeiten. Ich denke, am wichtigsten ist, dass er an sich arbeitet. Und wenn er das macht, dann hat er auf jeden Fall alles dran gesetzt, um Profi zu werden. Und dann kann er sich auch irgendwie keine Schuldgefühle irgendwie zusprechen. Also im Moment ist es halt so, arbeiten und Schritt für Schritt. Frank, von dir wissen wir, dass du deinen Lebensmittelpunkt seit einigen Jahren in Portugal hast. Was hat dich denn jetzt nach Österreich getrieben? Die Sehnsucht nach Werder oder die Sehnsucht nach Jesper? Nach Jesper natürlich und dazu kam natürlich, er spielt bei Werder, das ist schon mal eine gute Sache. Und am letzten Samstag gab es das Spiel gegen Ajax Amsterdam. Also das war eigentlich auch dann noch etwas Zusätzliches, weil da auch viele Leute sind, die ich kenne. Aber hauptsächlich für ihn, klar. Wie sehr bist du dem Fußball noch verbunden geblieben? Hast du noch eine Tätigkeit im Fußball? Ja, ich arbeite für eine Firma, die Sportversicherungen ausgibt und für die Profispieler, dass sie sich abdecken können auf jeden Fall, wenn etwas passieren sollte. Wer ist denn ein prominenter Kunde? Nein, also ich bin hauptsächlich für Deutschland verantwortlich, also fast nichts in Portugal. Und über Kunden dürfen wir eigentlich nicht so reden, also werden wir auch nicht machen. Du hast dir das Spiel gegen Amsterdam angeguckt, dein Ex-Club. Es hat ein nicht so schönes Ende genommen, aber welche sportlichen Erkenntnisse hast du denn ziehen können? Ja, es ist nur ein Freundschaftsspiel am Anfang. Die meisten haben da, glaube ich, eine Woche oder vielleicht zwei angefangen, also relativ am Anfang. Da wird ein bisschen durchgewechselt und man versucht natürlich irgendwie einen bestimmten Rhythmus zu bekommen. Und leider eigentlich war es dann so, dass in dem Fall, was da passiert ist, eigentlich das Ganze überschattet hatte. Und Jesper, ich meine, das war okay, fand ich. Also hat okay gespielt. Und wie gesagt, er muss dranbleiben und weiter an sich arbeiten. Okay, besten Dank.